Satil. Willkommen in meinem Zuhause, Fremdling. Jedi-Meisterin Satil Shan. Als Valkorion wollte, dass ich mein Training beende, meinte er mit euch? Befragt ihr die falsche Person? Ja, ich biete gleich etwas zu essen an. Drängt mich doch nicht. Ihr habt eine schwere Prüfung überlebt. Setzt euch. Esst. Satil ist durchgedreht. Die führt schon Selbstgespräche. Nehmt das nicht persönlich, aber ihr seid seltsam geworden. Ich glaube, das sind wir beide. Vieles hat sich geändert, während ihr in Carbonit eingefroren wart. Ich habe den Kampf angeführt, um die Republik vor Sakul zu retten. Aber nichts konnte mich auf diesen Feind vorbereiten. Ich habe versagt. Wieder und wieder. Dieses Lager ist nicht neu. Ihr seid schon länger auf Odessen. Als die Republik vor Arkan kapituliert hat, habe ich mich dem Willen der Macht hingegeben. Ich habe die Kernwelten verlassen und diesen Planeten gefunden. Wir sind schon seit Jahren hier. Und warten. Wir? Ist noch jemand hier? In der Macht sind wir nie alleine. Wir haben euer Erwachen auf Sakul gespürt. Und die Präsenz unseres alten Feindes, der euch führt. Wir waren Zeugen der Siege und Niederlagen, die euch hierher gebracht haben. Als wir euch auf dieser Lichtung fanden, standen wir vor einer Entscheidung. Euch hierher bringen? Oder euer Leben an Ort und Stelle beenden? Ihr habt nicht den Mumm, jemanden zu töten. Ich kann töten, wenn es notwendig ist. Heute ist es nicht notwendig. Valkorion hat eure Verbindung zur Macht gestärkt. Vielleicht werdet ihr mächtiger als wir alle. Aber euer bisheriges Training konnte euch nicht auf das vorbereiten, was vor euch liegt. Ihr müsst noch so viel lernen. Folgt uns. Sucht die Antworten im Tal. Ihr werdet erkennen, wenn ihr sie findet. Okay. Aktiviere Leuchtfeuer entlang des Weges. Dann tun wir das doch mal. Warum auch immer ich die Leuchtfeuer jetzt entzünden muss. Kann ich dich eigentlich zähmen? Es ist keine zähmbare Kreatur. Wie ist es mit euch, die eigentlich meine Freunde sind? Nee, dann verstehe ich das irgendwie alles nicht. Es gibt keine größere Herausforderung, als sich von innen heraus zu ändern. Aber das ist es, was wir tun müssen, um zu überleben. Da oben noch eins? Nö. Selbst die Mächtigsten unter uns konnten nicht gegen die endlosen Legionen von Sakul bestehen. Auch das Sith-Imperium hat diese Lektion zu spät gelernt. Auf zahllosen Welten musste ich mit ansehen, wie sich Jedi opfern, um die unausweichliche Niederlage hinauszuzögern. Wir lassen nicht zu, dass euch das gleiche Schicksal ereilt. Wer auch immer wir ist. Bestimmt mal wieder Waffen hier. So, wo ist denn jetzt das letzte Teil? Laufen wir hier weiter? Ich bin im Verborgenen nach Sakul gekommen, um den ewigen Thron mit eigenen Augen zu sehen. Ich trage immer noch die Narben dieser Reise.
Raum in einem Nexus der Macht. Es gibt noch eine Welt, die so ist. Sakul. Arkan und seine Ritter haben gelernt, die Macht anders zu benutzen als die Jedi und Sith. Darum konnten wir nicht besiegen. Worin unterscheiden sich Arkan und seine Anhänger von den Jedi und Sith? Jedi sehen in der Macht einen Verbündeten. Die Sith wollen sie versklaven. Aber Arkans Ritter glauben, dass die Macht eine Belohnung dafür ist, einem Ideal zu dienen. Sie haben geschworen, dem ewigen Thron zu dienen. Und je stärker sie dieses Versprechen ehren, desto größer ist ihre Kraft. Die Ritter befolgen jedes Wort ihres Meisters. Und sie würden alles für seinen Triumph opfern. Ihre Hingabe macht sie stark. Ihr müsst noch stärker werden. Ich dachte, nur die Sith streben danach, mächtiger als alle anderen zu werden. Ihr klingt wie Valkorion. Wir haben nichts mit diesem Mann gemeinsam. Darth Maa. Valkorion hat mein Fleisch zerstört. Aber nicht meinen Grund zu existieren. Nichts kann euch jetzt verletzen. Die ganze Panzerung macht keinen Sinn. Diese Erscheinung soll als Erinnerung an mich dienen. Als ein Symbol. Nach meiner Niederlage habe ich einen Verbündeten gesucht, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Aber nur eine Person in der Galaxis war mir ebenbürtig. Wir haben uns auf dieser Welt getroffen. Wir haben diskutiert, erkundet und eine Vereinbarung gefunden. Dieses Wissen wollen wir jetzt mit euch teilen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Dass ihr weich geworden seid oder dass Satil der dunklen Seite verfallen ist. Wenn ich in eurer Haut stecken würde, hätte ich wohl dieselben Zweifel. Meine Anwesenheit hier überrascht niemanden so sehr wie mich selbst. Aber ich vertraue dem Willen der Macht. Wir bieten keine leeren Versprechungen an, aber auch keinen einfachen Sieg. Wir wollen nur, dass ihr uns unvoreingenommen zuhört und aus unseren Fehlern lernt. Um die Zukunft zu schmieden, müsst ihr erst mit der Vergangenheit brechen. Der Sieg über Arkan erfordert neue Perspektiven und neue Waffen. Folgt dem Willen der Macht in die Wildnis hinter diesem Lager. Findet, was wir dort für euch hinterlassen haben und trefft uns dann in der Höhle. Okay. Hier lang? Satil kommt mit. Na dann. Euer Feind ist durch Mord und Verrat zu seinem Imperium gekommen. Er ist mit der Dunkelheit gut vertraut. Ihr müsst dort zuschlagen, wo er blind ist. Im Inneren. Den geheimen Gegenstand habe ich noch gar nicht gefunden. Es wird nicht ausreichen, um Arkan zu besiegen. Der ewige Thron und seine Flotte stellen die größte Bedrohung dar, mit der es die Galaxis je zu tun hatte. Noch so ein Vieh. Kann ich dich zähmen? Mama, du kannst junge, neutrale Kreaturen im Kampf, okay. Und das Vieh habe ich jetzt gezähmt, oder was? Hm, macht aber irgendwie nichts. Ach doch, hier. Hier ist das kleine Vieh. Hier soll ich nicht rein? Okay.
letzte Sith lehrt uns, unsere Ketten zu zerbrechen. Aber Freiheit ist nicht euer endgültiges Ziel. Ihr müsst euch in der Macht verankern. Wenn Arkham Besitz vor euch nimmt, müsst ihr den ewigen Thron übernehmen. Jeder andere Weg führt nur ins Chaos. Na, dann bleibt uns wohl keine andere Wahl, als den Thron zu übernehmen. Na, war das hier? Diese komische Höhle, die wir suchen. Nein. Wo bin ich denn jetzt da unten? Boah, muss ich die alle finden? Die Macht ist in Bewegung. Und wir müssen ihr folgen. Die alten Wege führen nicht zum Ziel. Wir zeigen euch einen neuen Weg. Einen neuen Weg, na dann. Toll, da darf ich jetzt nochmal voll zurücklatschen. Wenn ich die alle finden soll. Naja, zum Glück haben wir ja freie Bahn. So, ich sollte da gar nicht in die Höhle rein, einfach. Oder doch? Doch, sollte ich. Aber was soll ich hier finden? Okay, darauf muss man auch erstmal kommen. Warte, hier. So, dann mal gucken. Nochmal zurück hier. Wir jetzt hin. Und mal zurück und dann hier rüber, oder? Arkham kann nicht durch Leidenschaft oder Rechtschaffenheit besiegt werden. Er hat sich von Schwächen wie Emotionen und Moral gelöst. Und das ist der Grund, warum die Jedi und Sith ihn nicht besiegen konnten. Weil die Sith sich von Emotionen leiten lassen und die Jedis von Rechtschaffenheit, oder was? Hallo. So.
So, da haben wir das letzte Ding. Isotop 5 Funktionskern. So, hätten wir mal gleich drauf geachtet. Na egal, jetzt können wir aber ganz geschmeidig zur Höhle gehen. Ja, ich habe das hier alles habe ich leider nur einmal gespielt. Nämlich mit meinem Main-Char. Und sonst leider nie. Und tap. Bin ich hier richtig? Nein, bin ich nicht. Hier bin ich richtig. Ja, schön verbuggt. Sehr schön. Im Leben habe ich den Jedi-Kodex abgelehnt. Ich habe mich geirrt. Es gibt keinen Tod. Nur die Macht. Und sie hat einen Plan. Der Wille der Macht ist ein steter Fluss.